오빤 강남 스타일. Sollen wir Red anrufen und noch mehr Gras klar machen? Oh, ich weiß nicht, Mann. Der Kerl hat sie echt nicht alle. Gut, dass ich kiloweise Gras für euch hab, Jungs. Oh. Ich hab euch was klar gemacht. Jetzt will ich, dass ihr zwei einen Kerl für mich ausschaltet. Woody Harrelson. Wenn Dope legalisiert wird, leidet mein Geschäft darunter. Und wenn mein Geschäft leidet, leide ich. So viel Leid und alles nur wegen dieser Inzucht-Handpflanze Woody Harrelson. Ich muss das Richtige tun. Gras ist für jedermann. Es ist jedermanns Gras. Wenn ihr ihn nicht ausschaltet, dann schalte ich euch beide aus. Oh, Kacke. Scheiße. Wir kommen uns. Schon mit Steve Jobs gekifft. Und da kam ihm die Idee mit dem iPad. Das ist ziemlich cool. Wir sollten mehr Fortsetzungen von unseren Filmen drehen. Fuck. Ja, ja, Mann. Ich schlag vor, wir machen nicht Johannes 2. Das wird der Hammer. Mach 128 das auch. Das ist der Anfang vom Rest eurer Komödie. Was ist das? Ein Abflussrohr als Versteck. Wow. 3 oder 4 Tage lang, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich keine Menschen mehr gehört. Stattdessen ging so ein Knurren los. Da draußen auf deinen Reisen, hast du da irgendwas gesehen, was du als apokalyptisch bezeichnen würdest? Eigentlich nein, aber ich würde sagen, es ist vollkommen offensichtlich, was hier los ist. Ich bin sicher, dass das ist eine Zombie-Invasion. Fuck! Ich hab doch gesagt, dass das Zombies sind. Ich hab schon die ganze Zeit Zombies gesagt. Zombies ja, besser. Zombies sind doch Untote, oder? Wartet, nichts davon wurde bisher bewiesen. Das sind doch alles nur Theorien. Ganz ehrlich, ich bin so erleichtert, dass ihr hier seid. Und freue mich mal wieder an Schlaf denken zu können. Und dann bist sonst du müde? Gar nichts. Ja. Wenn du dich etwas ausruhen willst, kannst du das gerne oben machen. Danke. Ja. Danke, das ist toll. Ich weiß nicht, was ist. Danke, Leute. Ganz ehrlich, ihr seid super, wirklich. Du bist super. Danke. Echt voll geil. Wir sind in der Nähe, okay? Was wollt ihr denn hier? Ich glaube, wir sollten jetzt Folgendes tun. Sie ist Engländerin, oder? Sie ist gewohnt, ekliges Zeug zu essen. Geben wir ihr den ekligen Fraß, den wir nicht mögen. Schaut ihr doch mal an, wie schmal die ist. Die fällt ja selbst durch XXS noch durch. Ich find's ja ziemlich cool. Ich bin total aufgeregt. Ich bin ein extremer Harry Potter-Fan. Was? Ja, verdammt, ich liebe Harry Potter. Und sobald sie ausgeschlafen hat, will ich von ihr erfahren, wie diese tollen Filme gedreht wurden. Krieg dich ein, Dumbledore. Leute, wir haben ein viel schwerwiegenderes Problem, und zwar ein ganz fettes. Wow, Jay, rede mal über Craig nicht so schlecht. Das ist voll kacke, Mann. Ich stehe vor dir. Ich sagte doch überhaupt nicht, dass Craig fett ist. Er meinte es nicht. Ich hab's aber gedacht. Das ist voll rassistisch. Ich meinte doch nicht ihn. Ich meinte diese Sache, an die wir alle denken. Versteht der Bahnhof. Sie ist ein Mädchen in einem Haus mit 6 Männern. Ja, wirklich sicher für sie. Das ideale Szenario. Unsere kleine Schwester. Ich denke, sie muss sich sicher und auch wohlfühlen. Ja. Das ist wichtig und wir sollten mit Bedacht vorgehen. Wieso soll sie glauben, sie wäre nicht sicher? Ich meine, wir sollten vermeiden, dass sie sich schlecht fühlt durch sowas wie böse Schwingungen. Schwingungen? Schwingungen sehe ich nicht. Was für eine Art von Schwingungen meinst du überhaupt? Er meint, wir senden Vergewaltigungsschwingungen. Hey! Wow. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Ich würde es ruhig. Wieso erwähnst du das überhaupt? Ja. Er hat's eben gesagt. Du hast es gesagt. Wir hatten keine Vergewaltigungsvorstellung. Sind es allein die Schwingungen, die hier so vergewaltigungsmäßig rüberkommen? Vorher war hier nichts vergewaltigungsmäßig. Du hast verbrochen, was du hast errochen. So sieht's aus. Beklagst du es, dann magst du es. Ich hatte Hirnflatulenzen, alles klar. Leute. Jay ist kein Vergewaltiger. Er könnte nicht mal eine Fliege vergewaltigen. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht sollten wir diese Unterhaltung einfach beenden. Wenn hier jemanden vergewaltigt, dann macht das wahrscheinlich Danny. Sag mal, geht's noch, Franco? Was ist Wieso glaubst du, dass ich jemanden vergewaltige? Als ob das nicht offensichtlich wäre. Ich vergewaltige niemanden, okay? Wenn jemand jemanden vergewaltigt, dann Jay. Was?
Er hat so eine typische Vergewaltiger-Visage, wie er auf einem Polizeistechbrief. Habt ihr kompletten Rat ab? Ich hab Wenn gar jemand nicht... Emma Watson vergewaltigt, dann Sir missbraucht er. Das ist gar nicht. Entspannt euch. Hey! Emma! Bleibt weg, kapiert? Was ist los? Was los ist? Ich hab grad gehört, wie ihr bequatscht habt, wer mich vergewaltigen soll. Nein, Leute, ich regle das. Das ist witzig. Wir haben extra darüber geredet, dass wir dich nicht vergewaltigen. Jonah Hill, Amerikas Goldstück, der freundlichste Mensch der Welt. Dein Freund, nie würde ich dich... Gebt mir alle eure Getränke und packt sie in eine Tasche. Wir sind zu sechs, du kannst uns nicht ausrauben. Ich meine das echt ernst. Sie bekommt die Getränke, Pack die Getränke in eine Tasche. Sie hat meinen Schwanz geköpft, Alter, beeil dich. Das geht viel zu langsam. Okay, sie holen die Getränke in die Axt runter. Gib mir nicht das Milky Way. Warte jetzt, pack die Axt weg. Nein, schieß sie ins Gesicht, erschieß sie. Ich erschieß doch nicht Emma Watson. Hör zu, Emma. Bleib einfach bei uns. Das ist sehr viel sicherer für dich. Hermine hat unseren ganzen Scheiß gestohlen. Meine verkackte Göre. 20 Jahre alt, alles abgezockt. Dann sagte Jay, was von Vergewaltigungsgangbang und sie ist weg. Ich dachte nicht, ich wollte nicht. Ich denke, er hat das nur gemacht, weil er schon ganz genau weiß, dass er selbst kurz davor ist, unsere persönliche Hausnote zu werden. Und jetzt... sind wir scheiße durstig.